Willkommen zurück zu Pony Island 3D oder Meta oder Devil Island. Ach, machen wir 3D. 3D ist super und hat bestimmt viele Bugs. Das ist aber noch nicht sehr 3D. Bing. System Tech Incorporated. Ach so, Fake 3D. Keine Options, keine guten Credits. Credits hier, Credits hier. Start Game. Oh Gott. Oh mein Gott. Da kommt was Weißes auf mich zu. Und ich meine nicht den Schnee. Oh Gott, das ist so schwer. Warum habe ich keine Laser? Warum habe ich keine Laser? Und meine Maus ist viel zu empfindlich. Eieiei. Dieses Spiel zumindest. Okay, wann muss ich springen? Jetzt! Und jetzt! Oh, das war sehr knapp, habe ich das Gefühl. Jetzt! Und hopp! Oh, das ist ja furchtbar. Wer will denn sowas spielen? Das ist ja grausam. Man kann das Pony überhaupt nicht sehen. Wo ist die Third-Person-Perspektive? Wo sind die schönen grünen Hügel? Wo sind die Schmetterlinge? Wo ist der ganze Spaß hin? Ah, da hinten ist die Flagge. Gut, gut. Pony Island 3D hat es nicht geschafft, uns zu überzeugen. Also machen wir weiter mit Pony Island Meta. Hat das gerade das Spiel neu gestartet? Es hat das Spiel neu gestartet. Gibt's hier irgendwas, was ich noch machen kann? Vielleicht mir ein extra Ticket holen? Nein, aber wir haben 7 von 24 Tickets, alles klar. Pony Island Meta heißt, wir gehen einfach wieder rein. So. Ja, nee, ja, okay. Devil Island. Das muss es dann wohl sein. Lucifer. Keine Options. Oh, oh, das kann ich ja kaum lesen, das ist ja hässlich. I made it! Me, the devil. I make games. People talk shit, cause I don't have a high... What? Ich kann es einfach nicht lesen, es ist viel... Ich kann diesen Text nicht lesen, ich kann da nichts erkennen, das ist ganz grausam. Er sagt irgendwas, I might not even need souls. Whatever, spielen wir. Oh ja, oh ja. So geht das. Hier sind die Götter auch viel höher, weil der Teufel ist gut in dem Spiel. Oh, das ist doch voll süß. Guckt euch den an. Und er schießt auf Ponys. Aber ist er nicht süß? Ich finde ihn voll süß. Mit dem würde ich gerne öfter spielen. Wo ist das Portal? Was ist da oben? Für Ruhe? Erfolg! Ja, ich wusste es. Alles, was Lucifer programmiert, ist schwach und schlecht. Okay, hinein dort. Asmodeus, der letzte Verteidiger. Als ob er mich erwartet hätte. Kein Vertrauen in seine Brüder, was? Was? Ich höre ihm gar nicht zu. Was sagt der klüger als die anderen? Hey.
okay, alles klar. Wahrscheinlich eins, was, wo du betrügst. Was? Wenn ich wegschaue, verliere ich mich. Sind Fragen falsch gemacht? Was ist das denn für ein dämliches Spiel? Say my name. Asmodeus. Something war... Ich kann's nicht sagen! Ich kann's nicht sagen! Na gut. Wer schreibt mir da? Das ist ja fies. Ich wollte offline sein, warum bin ich nicht offline? Ach so. Das ist ja fies. Das Spiel tut so, als wäre es Steam. Das ist ja fies. Und ich bin drauf reingefallen. Ha, dabei war ich doch offline. Ich höre gar nicht zu. Ich höre wirklich nicht zu. Was hat er gesagt? Irgendwas mit Infernal. Das war wahrscheinlich falsch. Seine Ablenktaktiken sind sehr, sehr, sehr gut. Bitte? Will er mich beleidigen? Ist das die Ziege? Mist. Blablabla. Ja, jetzt komm, jetzt red mal hier. Gib mir meine nächste Frage. Gib mir mal die nächste Frage, du Depp. Das Pony ist ja wohl nicht richtig, denn das Pony ist ein Pferd. So. Ist also nicht pferdeartig. Es ist einfach, ein Pferd. Was sind das eigentlich für Striche hier? Sind das meine falschen Antworten? Bitte was? Ich habe auf deinen Text geguckt. Nicht auf Ponys. Nichts, genau, einfach nichts. Da stand doch nichts. Ach, Dreck. Was meint der, wo ist das erschienen? Ich habe auf ihn geschaut. Kein Witz.
Ich habe auf seinen Text gestarrt. Richtig? Ja. Die Antwort Asmodeus Exe? Wo stand denn da jetzt was? 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 Wo stand denn da was? So. Was? Mist, ich glaube, ich habe sie gerade verpasst. Es hat kurz aufgeflasht. Na, das kann ja alles werden. Ah, gleich, gleich. Achtung. Remember this. Aha. Ich schau mal auf seinen Text. Wie soll ich denn seinen Text lesen und gleichzeitig das hier sehen? Okay. 777, die Number of the Beast. Ha. Da stand das nämlich. Okay, Pony Island ist abgestürzt. Und ich glaube, das gehört nicht zum Spiel. Ich glaube, das gehört nicht zum Spiel. Es gehört zum Spiel? Are you fucking kidding me? Ich trau den Braten nicht. Ich trau den Braten nicht. Der Typ verarscht mich doch. Löschen wir es. Oh, wir können in den Recovery-Modus. Oder wir können vielleicht die ganz raus? Nein. Was haben wir getan? Ich krieg ein Achievement namens Victory? Fragezeichen. Ich habe das Gefühl, das war's noch nicht. Wir brauchen eine Recovery Disc. Und jetzt kommt der und sagt uns, was wir falsch gemacht haben, richtig? Ist nicht sicher. Ah. Was?
das Spiel gewinnen. Und wir sehen uns wieder und er wird meine Seele mitnehmen, weil sie nicht sicher ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Auf diesem Pony? Ah. Na gut. Oh, was sind die ganzen Seelen? Run with the speed of 1,000 ponies! Woo. Ich darf keine Seelen verlieren, ich werde alles zerstören. Was sich uns in den Weg stellt. Kommt da noch was anderes aus Corrupted Files? Oh, die Musik ist schön. Oh, Help Text, den lassen wir mal. Ich hab schon irgendwas anderes zerschossen, ja. Oh, da sind Feinde. Erwischt. Noch einer, natürlich. Ich glaube, ich habe gerade die Musik zerstört, aber zum Glück läuft sie noch. Und ich kann jetzt etwas schießen. Was? Ich habe eine Seele verloren? Mann! Warum? In was bin ich reingehört? Oh! Eieieiei, Moment, was? Wie, was? Wer nimmt sie sich alle? Und ich habe keine Möglichkeit, was dagegen zu tun. Oh, verdammt! Aber der Prozentzähler läuft noch. Oder? Wir kommen doch voran. Mir ist nicht ganz klar, was hier eigentlich gerade passiert. Ich weiß, ich kann da drüber fliegen. Oder auch nicht. Holy fucking shit! Vierunddreißig Seelen verloren. Wie viel haben wir denn? 100? Er wollte was... Was? Was? Ach komm jetzt, Frecke! Sie kommen aus dem Nichts. So. Das macht mich fertig hier. Das ist zu viel Chaos. Das halte ich nicht aus. Weil wie soll ich den ausweichen hier, den Angriffen? Das ist unmöglich. Ja,
der schießt einfach zurück und dann... Ja genau, der schießt einfach. Das war's. Das überfordert mich. Vielleicht muss ich auch gar nicht ausweichen. Vielleicht muss ich überhaupt nichts tun. Prozent. Oh ja, oh ja. Ponys nehmen ihn auseinander. Und schon 74 Seelen verloren. Krass. Dabei ging es so gut los. Prozent verloren. Ja, steigt auf. Seid wie Jesus. Was? Okay, ich glaube, das war's. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden am Ende, aber egal. Schön, schönes Spiel. Gefällt mir. Aber viel länger hätte es auch nicht sein dürfen. Wenn jetzt noch irgendwas kommt, dann wäre ich langsam, glaube ich, genervt. Schöne Musik. Ist sie nicht wunderschön? Hey! Ich sagte, die schöne Musik. Und wenn jetzt noch was kommt, bin ich genervt. Was will er uns sagen? Wir sollen das Spiel löschen? Warum ist jetzt zu? Dann wird ja die ganze Aufnahme kaputt sein. Ach Mist. Na gut, ich lösche jetzt einfach das Spiel. Ich vermute, ihr habt jetzt gerade schwarzen Bildschirm. Bei mir bin ich einfach zurück in Steam. Löschen. Gelöscht. Und ich weiß nicht, ob das das war oder ob man nochmal was kriegt, wenn man es niemals wieder startet. Aber für meinen Teil bin ich jetzt mit Pony Island fertig. Ich möchte den armen Kerl nicht weiter quälen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich weiß schon, was ich als nächstes spiele. Also bitte keine Vorschläge, ich habe noch genug. Bis dann. Tschüss.